Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo des Wiener Bildungsservers. Heute möchten wir vier Strömungen der Medienpädagogik kurz beschreiben. Wir zeichnen dafür Medien als einen Teich und hier exemplarisch einige Medien wie zum Beispiel das Tablet, das Handy, der Controller, eine Kassette, aber auch ein Buch. Wir beginnen mit der bewahrpädagogischen Perspektive, die ihr pädagogisches Handeln darauf ausrichtet, Kinder und Jugendliche von den Einflüssen jeweils neuer Medien schützen zu wollen. Schon als Film und Fernsehen in Erscheinung traten, gab es die Tendenz, besonders junge Menschen durch Zensur und Kontrolle von den Einflüssen der Medien abzuschirmen. Als Symbol verwenden wir hier den Rettungsring und die Schwimmflügel. Auch heute sind solche Tendenzen durchaus noch vorhanden und haben in der Diskussion um den Einfluss von zum Beispiel Computerspielen eine Renaissance erlebt. Bei der kritisch-emanzipativen Medienpädagogik liegt der Schwerpunkt daran, zu analysieren, was von Medien verbreitet wird und wer dahinter steht. Um von Medien nicht manipuliert zu werden, müssten die Menschen aufgeklärt werden. Allerdings gibt es dafür keine konkreten Handlungsanweisungen und die Rezipientinnen und Rezipienten werden als passive Nutzerinnen betrachtet. Hier verwenden wir Taucherbrille und Schnorchel als Zeichen für den beobachtenden Weg dieser Strömung. Die Position der handlungsorientierten Medienpädagogik kann als Weiterentwicklung der kritisch-emanzipativen Strömung betrachtet werden. Es wird nicht mehr nur analysiert und kritisiert, sondern es werden Handlungsspielräume geschaffen, in der sich Nutzerinnen und Nutzer Medienkompetenz aneignen können. Als aktives Symbol die Flossen und der Kübel. Während sich die bisherig genannten Strömungen im gesamtgesellschaftlichen Bereich verorten lassen, betrifft die bildungstechnologisch optimierende Perspektive eher den Schul- und Bildungsbereich. Das Lernen und Lehren mit neuen Medien sollte effektiver und effizienter gestaltet werden. Es soll das Lehren und Lernen mit Medien verbessern. In diesem Bereich fallen auch die Diskussionen über die Integration digitaler Medien in Lern- und Bildungsprozessen. Hier nehmen wir als Symbol eine Wasserpumpe. Historisch gesehen können diese und noch einige weitere Strömungen der Medienpädagogik unterschieden werden. Diese lösen sich allerdings nicht zeitlich voneinander ab, sondern existieren teilweise auch heute noch parallel zueinander, je nachdem, welche pädagogischen Ziele verfolgt werden sollen. Dies war ein kurzer Überblick über die vier gängigsten Perspektiven. Die bewahrpädagogische Perspektive, die kritisch-emanzipative, die handlungstheoretische und die bildungstechnologisch optimierende Perspektive. Ich hoffe, diese kurze Zusammenfassung war hilfreich für Sie und Sie hören mich wieder beim nächsten Mal. Bis dann!